Auf dem Berther Klingbergplatz in Schwerin weihte der Geschäftsführer der Nahverkehr Schwerin GmbH, Wilfried Eisenberg, und Bildungsministerin Bettina Martin am 12. April eine Straßenbahn mit neuem Motiv ein. Die neue Folierung ist Teil der Lehrerwerbekampagne des Bildungsministeriums und soll mehr Lehrkräfte für das Land gewinnen. 3 Jahre lang wird die Straßenbahn für den Beruf werben. Ein besseres Motiv hätte sich Eisenberg für die 60 Meter Werbefläche nicht vorstellen können. Kinder heute zu unterrichten in Bildung ist eine Kunst, und deshalb freue ich mich, dass wir diese Aktion haben, und das ist besser als jede Lebensmittelwerbung oder sonstige Dinge. Es geht um Zukunft, und es geht um unsere Kinder und es geht um Bildung. 2014 wurde die Lehrerkampagne ins Leben gerufen. Seitdem wird der Ministerin zufolge ständig an neuen Konzepten gearbeitet, um den Beruf in Mecklenburg-Vorpommern attraktiver zu machen. Jährlich werden im Land rund 600 bis 700 neue Lehrer benötigt. Wir werben mit dem schönen Beruf und mit unseren Schulen, aber wir werben auch mit unserem wunderschönen Land. Kommt her, seid einerseits Lehrerin oder Lehrer, und am Nachmittag oder am Wochenende kann man dieses wunderbare Land auch genießen, unsere Natur. Hier lässt es sich gut leben und hier lässt es sich gut arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unsere Kampagne. Zu der Kampagne gehört auch das Portal www.lehrer-in-mv.de. Auf dieser Seite befindet sich unter anderem eine Lehrerstellenbörse. Hier können sich Interessierte direkt auf ausgeschriebene Stellen bewerben, ob als Referendar oder als Lehrer. Insbesondere im ländlichen Raum in ganz Mecklenburg-Vorpommern werden laut Martin Anwärter für den Schuldienst gesucht.